Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin. Ja, ich möchte heute ein Kapitel der Forschungs- und Technologiebudgets beleuchten, die alle für mich in etwa die gleiche Überschrift haben könnten. Nicht eine inhaltliche, sondern von der Systematik. Und die Systematik heißt Scheintätigkeit oder Scheinaktivität. Frau Bundesministerin, das mag Ihnen jetzt im ersten Moment hart klingen. Ich werde es Ihnen nachweisen, warum das so ist. Nehmen wir die FTI-Strategie oder überhaupt die Forschungs- und Technologie-Initiative. Wir haben unter Hofer die Strategie festgelegt. Es hat dann bis 2020, bis heuer in den Sommer gebraucht, dass wir endlich ein Gesetz dazu hatten. Wir haben noch immer keinen Finanzierungspfad und vor allem dort, wo es wirklich ans Eingemachte geht, bei den dreijährigen Leistungsvereinbarungen, die sollen bis Dezember fertig sein. Ich höre noch immer kein Wort davon. Wie wollen wir das machen? Und vor allem, es steht die Erneuerung der FDI-Strategie an. Die derzeit gültige, ich bitte es noch von der derzeitigen Frau Präsidentin, von der Frau Burres. Wann kommt die neue Strategie in die Gänge? Ich orte dazu keinerlei Tätigkeiten. Nächstes Kapitel, künstliche Intelligenz. Auch da war die Strategie von Hofer 19 eigentlich fertig. Selbst wenn Sie sie zur Gänze umarbeiten wollen, was ich nicht glaube, wann wird die endgültig publiziert einmal? Oder wollen wir die Fördermittel, die in beide Kapitel gehen, einfach so noch nach dem Gießkannenprinzip ausschütten? Das kann sie auch nicht sein. Nächstes Kapitel, Weltraum. Österreich ist eine Weltraumnation. Man merkt es an den gestiegenen Mitteln. Das will ich gar nicht bestreiten, dass das Geld mehr geworden ist. Aber wie geben wir unser Geld aus, außer an der ESA-Beteiligung? Wo fördern wir österreichische Unternehmen? Und mit österreichischen Unternehmen meine ich nicht welche, die in der Schweiz eigentlich sitzen oder wo die Muttergesellschaft in der Schweiz sitzt, sondern ich meine wirklich österreichische Unternehmen. Und wenn wir jetzt zum nächsten Kapitel kommen, das was angeblich die Bundesregierung als meistes seit dem Frühjahr beschäftigt, aber in Wirklichkeit beschäftigt es nur die Bürger, die sogenannte Covid-Pandemie. Wenn die wirklich so wichtig und effizient behandelt werden soll, wo ist denn eine Covid-Begleitforschung? Wir schmeißen Milliarden in den medizinischen Bereich, aber wir haben jetzt zum zweiten Mal eine Situation, dass der Hardlock zu einem Zeitpunkt kommt, wo eigentlich die Infektionswerte schon wieder zurückgehen und sei es nur ein paar Tage. Wo ist da die Begleitforschung, die einmal schaut, welche Maßnahmen helfen, welche helfen nicht, ist nicht wissenschaftlich untersucht, auch wenn Ihre Parteikollegen das nicht interessiert und Sie mit Zwischenrufen sagen möchten, ja, da passiert etwas. Da passiert überhaupt nichts. Frau Bundesministerin, das ist vom strategischen Ansatz ein Blindflug. Und ein Blindflug nützt nichts, wenn die Mittel mehr werden. Das ist eigentlich eher ein Dank an die Steuerzahler, dass sie das mit ihren regelmäßigen Steuern begleiten und dass sie das zahlen. Aber es ist eine Mittelverschwendung. Und diesen Vorwurf kann ich Ihnen nicht ersparen. Der Bürger möchte wissen, wofür seine Steuermittel verwendet werden. Und alles andere ist für den Steuerzahler eine Zumutung. Und ich werde mich jetzt auch noch ein Ceterum censeo angewöhnen, Frau Bundesministerin, die Strecke von Wulowitz über Linz und Graz nach Koper ist eine Fernverkehrsstrecke und kein Nahverkehr. Sie haben das zu finanzieren und nicht die Länder. Herr Abgeordneter, wollten Sie noch einen Antrag einbringen? Wollten Sie noch einen Antrag einbringen? Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich bringe ich auch zum Thema Covid-Begleitforschung, damit es auch offiziell aufliegt, einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Daimek und weiterer Abgeordneter ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, die notwendigen budgetären Mittel zur Verfügung zu stellen und eine nationale Taskforce Covid-19-Evidenz einzurichten, um eine interdisziplinäre Corona-Begleitforschung rasch und effektiv zu ermöglichen. Im Sinne der Steuerzahler, bitte dringlich, Frau Ministerin.
Der Antrag ist ordnungsgemäß eingebracht, es steht in Verhandlung. Nun